Wir starten erstmal ganz locker den Kreislauf hochzubekommen mit Jogge. Und los. Die Fersen kommen nach hinten hoch. Ganz locker. Fersen kommen hinten hoch. Fangt locker an. Nimmt die Arme mit. Wir kommen, dass die Knie nach vorne oben sind. Die vorne nach oben. Knie vorne hochziehen. Sehr gut. Dann abwechselnd hinten hoch, vorne hoch. Und kurze Pause. In der Pause machen wir wieder Rotation. Arme breit, diagonal, Ellbogen hoch. Ihr seid bereit? 5 Sekunden haben wir Vorbereitungszeit. Achtet drauf, rumstabil, Oberkörper hier wirklich schön einzudrehen. Ja? Und los geht's. Abwechselnd nach oben. Fangt schön locker an. Ganz langsam. Sehr gut. Versucht auszuatmen, wenn das Knie nach oben kommt, ihr euch rotiert. Schöne Rotation reinbekommen. Haltet mal oben auf Einbeinstand kurz. Eine Sekunde, wieder runter. Halten, wieder runter. Kurz halten, sehr gut. Balance finden, das Standbein ist immer leicht gebeugt. Und Pause. So, wir gehen auf die Matte. Wir legen uns alle hin, Rückenlage. Wir fangen erstmal ganz normal an. Hände hinter die Ohren. Und wir fangen ganz normal locker an mit einem normalen Crunch. Kommt leicht nach oben und wieder tief. Hoch, tief. Sehr gut. Ganz locker, ausatmen. Einatmen beim Ab. Achtet drauf, Unterrücken bleibt in der Matte. Die oberen Schultern arbeiten. Sehr gut. Die letzten 15 Sekunden. Macht weiter. Noch 5, 4, 3, 2, 1. Kurze Pause. So, dann nehmen wir jetzt unsere Beine, die Hände legen wir seitlich auf den Körper, drückt die Schultern, den Unterrücken Richtung Boden, die Beine kommen leicht hoch jedes Mal. Okay? Ganz leicht hoch, absetzen, wieder locker runter. Die Ferse kommen langsam hoch, die Schultern gehen leicht hoch nach oben, dass wir eine kleine Chorspannung haben. Nimmt den Bauchnabel, zieht ihn zur Wirbelsäule. Sehr gut. Ganz locker arbeiten. Geht nicht bis in die 90 Grad hoch, sondern bleibt in diesem kleinen Rand 20 cm über dem Boden und wieder ab. Habt immer Spannung auf dem Bauch, die Schultern sind leicht oben. Sehr gut. Kurze Pause. Wir kommen wieder zur ersten Übung. Fangt locker an, Hände hinter die Ohren. Und wir gehen nach oben. Kurze Pause ist noch. Achtet wirklich hier drauf. Rollt euch richtig schön ein. Habt Spannung auf dem Bauch. Den Bauch zieht ihr mal Richtung Boden. Und los geht's. Geh nach oben. Bauch nicht, zieht trotzdem Richtung Boden. Bleibt flach. Wir rollen uns schön ein. Wirbel für Wirbel. Und atmen aus beim Hochkommen. Sehr gut. Drückt den unteren Rücken in den Boden, wenn ihr nach oben geht. Sehr gut. Ich schaue jetzt, dass noch jemand rein kann. Gut, die letzten 8. Und kurze Pause. Das gleiche Spiel jetzt mit dem Fuß, habt die Hände wieder seitlich, baut eine kleine Spannung auf, kommt mit den Schultern leicht nach oben, Füße gehen ein bisschen mehr als 90 Grad im Kniegelenk und dann heben wir leicht an und wieder ab.
Ihr seid bereit? Wir starten in 3, 2, 1 und los geht's. Schultern kommen leicht hoch, Füße ein bisschen mehr als 90 Grad, ganz langsam auf den Boden absetzen und leicht nach oben, nicht bis in die 90 Grad, wir stoppen da davor. Achtet drauf, Unterrücken bleibt in der Matte. Wer will, muss die Füße nicht am Boden absetzen. Der kann auch leicht in der Luft bleiben, dann ist die Intensität höher. Sehr gut. Locker atmen währenddessen. Achtet drauf auf euren unteren Rücken. Noch 4, 3, 2, Pause. Sehr gut. Wir gehen auf Bauchlage. Bauchlage. Wir fangen ganz locker an mit dem Schwimmer. Wir haben die Hände erstmal hinter die Ohren. Füße stellen wir leicht auf. Wir gehen langsam hoch, langsam runter. Ihr seid bereit? Los geht's. Wir gehen auf 2, 2 hoch, tief, tief. Hoch, hoch, runter, runter. Achtet mal drauf, wenn ihr hoch geht, spannt euer Gesäß an. Zieht quasi, wenn ihr das Gesäß anspannt, euren Oberkörper nach oben. Sehr gut. Locker, einschnaufen beim Hochgehen, ausatmen, beim Runtergehen, beim Langsamen. Sehr gut. Blick bleibt Richtung Matte, bleibt unten in der Verlängerung der Wirbelsäule. Und Pause. Jetzt da, legt die Hände unter der Stirn ab, die Stirn am Boden und wir machen das gleiche Spiel nur mit den Beinen. Wir gehen immer nur mit den Beinen nach oben, ihr könnt die Zehen lang machen, Spannung im ganzen Körper, langsam die Beine hoch und wieder ab. Ihr seid bereit? Wir starten, los geht's. Und hoch, hoch, tief, tief. Holt euch da die Kraft aus dem Gesäß, aus dem unteren Rücken, zieht die Beine, die sind die ganze Zeit unter Spannung, spannt sie richtig an, macht sie lang, wie bei Langtänzerin. Und dann zieht sie nach oben. Und langsam runter. Hoch, hoch, tief, tief. Sehr gut. Langsam sauber arbeiten. Wir spüren zum unteren Rücken. Sehr gut. Pause. Gleiches Spiel jetzt wieder vorne. Mit den Händen hinter die Ohren. Zweite Runde von den zwei Übungen. Achtet wirklich darauf, Füße können abgestellt werden, zieht hier aus dem Gesäß euren Oberkörper hoch und langsam runter. Spürt es hier unten im unteren Rücken. Los geht's. Wir gehen hoch, hoch, tief, tief. So, wer jetzt die Intensität steigern will, der geht, aber im oberen Drittel geht nicht mehr ganz runter mit dem Brustkorb, bleibt oben, immer leicht auf Spannung vom Rückenstrecker und arbeitet im letzten Drittel. Auf zu. Trotzdem schon langsam auf 2-2 arbeiten. Sehr gut. Blick bleibt Richtung Matte. Und Pause. So, ihr könnt wieder die Hände unter die Stirn. Blick Richtung Matte. Wir arbeiten wieder mit den Füßen. Macht die Zehen lang, streckt euch wirklich, habt Spannung in den ganzen Füßen. Und das gleiche Spiel. Ihr startet, los geht's. Langsam wieder hoch und wieder ab. Arbeitet ihr wirklich aus dem Gesäß raus. Zieht euch eure Füße nach oben. Wer jetzt hier den Sitz steigern will, geht nicht mehr ganz ab mit den Füßen, haltet in die Luft. Spannung bleibt auf dem Gesäß und geht wieder langsam hoch. Sehr gut. Hoch, hoch, tief, tief. Halten und wieder hoch. Hoch, tief, tief. Sehr gut. Merkt die Spannung auf der hinteren Muskulatur. Sehr gut. Wir drehen uns wieder auf den Rücken. So, jetzt das gleiche Spiel, nur ein bisschen verstärkt. Wir nehmen die Hände hinten lang, hinter,
falten sie zusammen, machen den gleichen Crunch und kommen hoch. Die Arme bleiben immer zwischen den Ohren. Die Ohren bleiben immer zwischen den Armen. Machen wir es lieber so hoch. Wir kommen hoch, wieder ab. Kommen hoch, rollt euch schön ein und wieder ab. Schön langsam auf 2-2 hoch. Hoch, tief, tief. Sehr gut. Mal hochgehen, ausatmen. Sehr gut. Kurze Pause. So, jetzt da. Wir arbeiten wieder mit unseren Füßen. Diesmal in der Luft halten, links und rechts von der Matte. Könnt ihr wegen mir einen kleinen Tap absetzen. Achtet drauf. Unterrücken bleibt in der Matte. Schultern kommen hoch. Es muss kein großer Radius sein. Hier, leicht zur Seite ab. Tap hoch. Als ob ihr einfach hier in der Mitte eine kleine Flasche aufstellen würdet. Sehr gut. Habt die Beine leicht gebeugt und arbeitet ganz locker. Höchstens 20 cm über dem Boden, geht nicht zu hoch. Kommt ihr mit den Schultern nach oben und setzt ganz leicht rechts, links eure Beine ab. Zeigt von der Seite, kleinen Tap, andere Seite. Sehr gut. Locker entspannen. Wir merken es langsam, ziehen im unteren Bauch. Die Hände kommen wieder hinten hoch. Zweite Runde. Gleiches Spiel. Wieder nach oben. Und los geht's. Wir gehen hoch, hoch, tief, tief. Wir steigern, indem wir einfach nicht mehr ganz tief gehen mit den Armen, halten auf Spannung. Und im letzten Drittel arbeiten. Sehr gut. Arbeitet wirklich schon langsam. Haltet es im Bauchmuskel, haltet sie zusammen. Langsam absetzen. Kontrollierte Bewegung. Sehr gut. Wieder hoch. Und ab. So, wir machen nochmal eine Runde Bauch. Beine, schön für den unteren Bauch. Achtet wirklich drauf. Ihr könnt hier mit den Schultern leicht nach oben gehen. Schultern kommen leicht nach oben, Beine ein bisschen mehr als 90 Grad gewinkelt. Die Ferse können jetzt rechts und links ganz locker auftätschen. Tipp, leicht nach oben, 20 cm und wieder runter. Arbeitet ihr wirklich schön, kommt mit den Schultern mir hoch nach oben. Die lieber mir einen Tick höher mit den Schultern habt, lieber mehr Pause mit den Beinen. Dafür bleibt der Unterrücken in der Matte. Der hier ist immer an der Matte, Kontakt mit der Matte. Sehr gut. Leicht über Boden arbeiten. Letzten 5 Sekunden. Und Pause. So, wir trinken einen kleinen Schluck. Ihr dürft einen kleinen Schluck trinken. So, wie gesagt, wir steigern die Intensität ein bisschen. Wir gehen mit der Pausenzahl ein bisschen nach unten. Wir gehen 10 Sekunden weiter nach unten. Heißt, wir haben eine 40-10 Belastung. Hälfte haben wir geschafft. Jetzt drehen wir ein bisschen Gas an auf. So, ihr dürft euch mal auf den Rücken wieder legen. So, oh, ich muss den Timer noch anschalten. Erste Übung, wir halten oben, berühren einmal das rechte Knie, einmal das linke Knie diagonal, setzen dann erst unseren Oberkörper wieder runter, halten oben, tap, tap,
ablegen, ja? Erste Übung. Ich starte den Countdown. Bereitet euch vor. Ihr seid bereit. 3, 2 und Oberkörper kommt hoch. Halten im oberen Bereich. Tap. Linkes Knie, rechtes Knie. Wieder ab. Wieder nach oben. Tap. Tap. Ab. Hoch. Tap. Tap. Ab. Hoch. Halten. Dann tap langsam. Tap. Ab. Wieder nach oben. Rollt euch richtig schön ein. Kommt mit den Schultern hoch. Und der Rücken drückt in die Matte. Sehr gut. Haltet es oben. Tap. Tap. Und wieder ab. Rollt euch mit den Schultern nach oben. Drückt den unteren Matte in die Boden. Kurze Pause. Sehr gut. Jetzt machen wir das gleiche Spiel mit 4x Tap. Heißt, links, rechts, links, rechts. Bereit, los geht's. Hoch, Tap links, Tap rechts, Tap links, Tap rechts. Ab. Bleibt gerade, nur die Arme arbeiten rechts, links. Sehr gut. Und kommt wieder ab. Kommt mit den Schultern nach oben, haltet hier, Bauch fest. Tap rechts, Tap links, Tap rechts. Und wieder ab. Und hoch, komm. Halten, tap, tap, sehr gut, und wieder ab. Komm, drück den unteren Rücken richtig schön in den Boden, die Schultern kommen hoch, und ab, letzte Mal hoch, Pause. Schnauf kurz durch, so schön, wir machen dreimal pro Seite, tap. Ja, ihr seid bereit, los geht's, wir kommen hoch, halten, tap. Tap, 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 tap. Sehr gut. Wieder ab. Und wir rollen uns hoch. Und der Rücken drückt in die Matte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehr gut. Wieder ab. Komm, beißen wir durch. Hoch. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehr gut. Und komm, wieder nach oben. Hoch, halten. 6, 5, 4, 3, 2, ab. Letzte Mal, hoch. 3, 2, 1, Pause. Kurz durchschnaufen. Wir machen das gleiche wieder mit 4x Tap. Also heißt 2x pro Seite. Und los geht's. Wir kommen hoch. Hoch, halten. 1, 2, 3, 4. Wieder ab. Und komm, wieder hoch. Hoch geht's, halten. 1, 2, 3, 4 und wieder runter. Gut so. Komm, unter Rücken drückt in die Matte. Schultern kommen hoch. 3, 4, wieder ab. Und hoch. 4, 3, 2, 1 und wieder ab. Wir kommen hoch mit den Schultern. Sehr gut. Letzte Mal. 1, 2, 3, 4 und ab. Nimm die Hände nach hinten. Letzter Durchgang jetzt mit Single nochmal. Wir bereiten uns vor, ihr seid bereit und los geht's. Wir kommen hoch mit dem Oberkörper, 1, 2, ab, hoch, 1, 2, sehr gut, ab, hoch, 1, 2 und tief, hoch, 1, 2, achtet darauf, Schultern kommen richtig nach oben, Brustkorb hebt ab und der Rücken drückt in den Boden. Sehr gut, komm, wir quälen uns durch die letzten 15 Sekunden. Sehr gut. Ihr macht es spitze, die letzte Male, komm. Letzter Durchgang. Oh. Pause, wir nehmen die Hände nach hinten. Füße strecken. Wir ziehen uns mal in die Länge hier. Sehr gut. Richtig schön in die Länge, spreizt durch. Wie geht's im Bauch? Spüren wir jetzt langsam, oder? So, wir legen uns auf die Seite. Auf die linke Seite am besten. Untere Arm geht raus. So, wir arbeiten jetzt. Wir wickeln die Füße leicht an und arbeiten jetzt mal nur mit den Füßen, ja? Heißt, wir heben nur die Füße ab und wieder runter. Oberkörper bleibt erstmal gerade und wir arbeiten nur mit den Füßen. Jede Seite machen wir zweimal. So,
Ihr seid bereit, ihr habt noch kurz Pause. Achtet wirklich darauf, ihr könnt locker auf den Kopf auf dem Arm ablegen. Der andere Arm könnt ihr wegen mir vorne ablegen. So könnt ihr nicht nach vorne hinten umfallen. Legt schön auf der Seite vorne Arm raus und dann kommen die Knie hoch. Ihr seid bereit und los geht's. Die Knie kommen seitlich, wir wollen die Decke berühren. Also wir die Decke berühren wollen, ja? Also heißt, wir ziehen hier wirklich unseren Hüftknochen zum Rippenbogen. Schön sauber langsam arbeiten. Je gestreckter die Beine, desto anstrengender ist es. Ja? Geht es leicht vor euch, heißt nicht komplett in einer Körperachse, sondern leicht vor euch, dass ihr die Knie schön sieht, wenn ihr nach unten schaut. Und dann schön sauber arbeiten. Zieht es wirklich seitlich hoch, spürt es auf euren seitlichen Bauch hier. Und Pause. Wir machen Seitenwechsel. Und rechter Arm geht wieder unten raus. Linker kommt vorne hin und wir arbeiten langsam hoch und ab. Je gestreckter die Beine, desto anstrengender wird. So könnt ihr euch orientieren, wenn ihr leicht anwinkelt. Weniger Gewicht. Je gestreckter, desto mehr Gewicht ziehen wir über die Seite nach oben. Sehr gut. Schön über die Seite nach oben ziehen. Hier drinnen seitlich soll man spüren. Zieht wirklich hier diesen Beckenknochen zu euren Rippenbogen. Letzte und Pause. Wir drehen uns wieder auf die andere Seite. Jetzt ist gleiches Spiel. Unterarm bleibt draußen, wir winkeln aber die Beine an. Jetzt da, kommen nur mit dem Oberkörper nach oben und wieder runter. Nur der Oberkörper spielt. Ihr merkt, ihr habt eine kleine Stütze mit dem Arm. Je weiter innen der Arm ist, desto schwieriger wird es. Wenn er senkrecht bleibt, könnt ihr euch leicht mit ihm nach oben gehen. Wir gehen im 2-2 nach oben. Eins ganz langsam hoch, langsam ab. Wenn ihr sagt, ihr wollt intensiver, dann setzt euren Arm mal hier seitlich hin. Neben dem Körper. Und geht trotzdem langsam hoch, hoch, tief, tief. Wirklich über die Seite kommen. Ist kein großer Bewegungsradius. Hier. Über die Seite nach oben kommen. Sehr gut. Und Pause. Andere Seite. Und los geht's. Nur der Oberkörper arbeitet, zieht sich nach oben. Die Beine bleiben locker auf dem Boden, leicht angewinkelt. Wir ziehen uns schön seitlich nach oben. Sehr gut macht ihr das. Langsam hoch, langsam ab. Hoch, hoch, tief, tief. Gut so. Sehr gut. Letzten Sekunden. Und kleine Pause. Wir gehen wieder auf Rückenlage. Wir setzen die Füße gestreckt, Becken kommt hoch, wir machen eine Plank für unseren hinteren Rücken. Heißt, ich hoffe, das sieht man, Ferse kommen hoch, hier, die Hand kann hier drunter, Gesäß kommt nach oben, Schultern und Fersen sind Fixpunkt. Und schön langsam halten. Versucht jetzt mal, wir sind in einer gewissen Zeit in der Position, die Ferse in Richtung Boden zu drücken. Aktiv die Ferse Richtung Boden zu drücken. Wer will, kann die Hand auch in die Höhe nehmen. Und schon locker ein- und locker ausschnaufen. Sehr gut. Und Pause. Wir machen einen zweiten Durchgang. Und los geht's. Becken kommt wieder nach oben. Fersen wieder fest in den Boden. Ihr könnt die Arme ruhig nach oben setzen, wie ihr euch liebt. Sehr gut. Komm, geht mal ganz nach oben, spannt euer Gesäß aktiv an. So, die Hälfte haben wir jetzt. Presst mal die Fersen nochmal fest in den Boden. Wirklich richtig fest in den Boden pressen. Weg eure Hinter- und Oberschenkel mit dem Gesäß, Unterrücken. Alle arbeiten zusammen. Komm, drückt euch in den Boden. Sehr gut.
die letzten 5 Sekunden. Und Pause. So, jetzt kommen wir nochmal zu Sit-Ups. Hände wieder hin in Verlängerung mit dem Körper. Und wir wollen uns wieder einkommen nach oben. Machen ganze Sit-Up. Setzen uns zu den Knien auf. Hoch einrollen. Knie und wieder ab. Tap. Sehr gut. Beim Hochgehen ausatmen. Ganz locker. Und Pause. So, wir bleiben sitzen, kommen aufrecht. Die Arme können ihr ruhig abstützen, entweder hinter euch oder auf Knien. Wir rudern mit den Füßen. Ihr seid bereit? Los geht's. Füße hoch. Ihr könnt gerne auf Ellenbogen, ihr könnt eure Hände hinten abstützen. Achtet drauf, ein bisschen den unteren Rücken Richtung Boden durchzubügeln. Und Füße strecken, wieder zu euch herziehen. Sehr gut. Wer steigern will, kann Oberkörper und Knie zusammenführen hier. Sehr gut. Achtet drauf, die Schultern sind immer der höhere Punkt als die unteren Rücken. Unteren Rücken Richtung Boden drücken. Sehr gut. Schön langsam sauber arbeiten. Und kleine Pause. Wir legen uns wieder ab. Hände wieder hinter die Ohren. Und Full Range zu den Zehen nach oben. Und los geht's. Go. Komm, hier können wir ein bisschen Tempo gehen jetzt. Sehr gut. Ausatmen, wenn ihr oben seid. Wirbel für Wirbel hoch, Wirbel für Wirbel runter. Schön abrollen. Letzten 10 Sekunden. Zwei, eins, Pause. Sehr gut. Letzte Mal rudern. Ihr seid bereit. Könnt euch hinten gerne abstützen. Und Füße strecken. Und die Knie zum Brustkorb. Entweder leicht gebeugt, die Füße an. Oder ihr kommt ganz mit dem Oberkörper nach oben. Arbeitet schön sauber, arbeitet langsam. Heute mal nicht auf Schnelligkeit. Schön sauber, langsam gehälfte Hammer. Komm. Halt meine Füße leicht gestreckt, über Boden immer. Sehr gut. Sauber zusammengehen. Letzten 8 Sekunden. Oh. Und Pause. Sehr gut. Haut euch mal leicht aufrecht hin, die Füße. Bisschen spreizen, ich hoffe, mich jetzt glaube ich so mal ein bisschen hin, bisschen die Beine spreizen. Von der Zeit her, gehen wir langsam cool down, bisschen ins Stretching rein. Bleibt mal aufrecht mit dem Körper. Die eine Hand könnt ihr rechts hinter euch absetzen, die andere nehmt ihr und ihr geht mal zur Seite runter. Wir versuchen wirklich, wer will, kann auch den Ellbogen hier zur Seite, mal nur zur Seite richtig strecken. Setzt den Ellbogen, legt mir ruhig, neben euch rechts auf. Und dehnt euch zur Seite durch. Langsam lösen. Wir gehen auf die andere Seite. Sehr gut. Locker raus. Noch ein jede Seite einmal. Andere schön rein. Merkt ihr schön den Zug auf den Seiten. Und auf den Beinen einen leichten Zug. Andere Seite. Jawohl, wir lösen langsam. Ihr könnt jetzt die Füße leicht anwinkeln. Seitlich leicht anwinkeln. Versucht euer Kopf mal durchzustrecken, zu den Zehen zu kommen.
Und dann zieht euch mal nach vorne bei den Füßen. Macht euch lang. Lasst euch fallen. Wirklich den Brustkorb Richtung Boden fallen lassen. Sind die Beine im Weg, dann können wir die Beine leicht wieder durch, bisschen durchstrecken. Lasst euch richtig schön fallen. Bei jedem Atemzug ein bisschen tiefer. Sehr gut. Wir lösen langsam. Wir kommen nach oben. Wir drehen uns noch einmal in den Vierfüßlerstand. Und drücken jetzt mal unsere Schulterblätter Richtung Decke. So richtig nach oben. Schön nach oben drücken. Mal richtig durch den Nervenzug hinten auf dem Rücken. Wie er langsam weniger wird. So, dann lassen wir uns richtig durchhängen. Richtigen Hund, heißt richtig leichtes Hohlkreuzbein. Kopf leicht nach oben. Locker einschnaufen, ausschnaufen. Wir holen tief Luft und beim Ausatmen drücken wir nochmal die Schulterblätter Richtung Decke. Kopf geht zum Kinn. Und beim Einatmen lassen wir uns wieder fallen in den herabschauenden Hund. In den Hund. Sehr gut, richtig schön ins Hohlkreuz fallen lassen. Sehr gut. Dann kommen wir hoch. Ihr habt es geschafft für heute. 30 Minuten Core, kurz und knackig, bisschen was für die Rumpfmuskulatur, Bauch, unteren Rücken, seitlichen. Von dem her, ich bin zufrieden mit euch, ihr habt richtig gut mitgezogen.